Hi, ich bin Dustin von Nanobike und ich stelle mal wieder eine Produktneuheit vor von Cube, und zwar diesmal das Hydrace aus der Urban-Serie für 2017 in der wunderschönen Farbe Black Flash Green. Und zwar ist das auch das Modell hier in 62 cm für die Herren. Gibt es natürlich auch dann für die Damen als Trapez-Variante. Natürlich kennt man, hat sich nichts geändert. Von den Größen auch nicht. Es gibt bei den Herren immer noch die 46, 50, 54, 58 und natürlich die 62, die wir jetzt hier sehen, für die ganz großen Hirsche. Ja, 28 Zoll große Räder, auch klar, das ist dabei geblieben. Urban Serie sowieso immer halb Trekking, halb Straßenrad. Komme ich nachher nochmal zu. Schon mal vorab so ein paar kleine Anekdoten zu den Teilen. Wir haben eine Alu-Stargabel verbaut, beziehungsweise Cube, und die hat auch Aufnahmen für die sogenannten Lowrider. Das heißt also, man kann dort auch Packtaschen von zum Beispiel Ortlieb oder VD oder anderen Herstellern einfach dran packen und die dann eben mitführen, sowohl als auch gegen Schutzbleche dran, richtig feste montierbare. Eine Lichtanlage kann man nachrüsten mit Nabendynamo, müsste man sich dann halt umspeichen. Ist jetzt kein Nabendynamo im Lieferumfang, aber man kann es eben machen. Das Rad hat die Fähigkeit dazu. Genauso wie hinten der Rahmen auch die Fähigkeit für den Gepäckträger zur Montage und natürlich die Schutzbleche für hinten auch. Und wenn man sogar will, sogar noch ein Rahmenschloss. Ja, also was man dann hier direkt dran macht für die ganz fixen Jungs, die das quasi auch brauchen. Einfach mal kurz abschließen, rein im Bäcker und danach wieder weiter. Dafür ist das gedachte Schloss. Man hat zwei Aufnahmen für Getränkehalter, wenn man möchte, oder eben auch ein Abus Bordeaux Schloss zum Beispiel. Oder andere Wettbewerber, die eben auch diese Verschraubung nutzen. Ja, und natürlich ein Flaschenhalter geht auch an oder Pumpen etc. Also was. Zwei Optionen. Ja, gehen wir ein bisschen drauf ein, aufs Rad nochmal. Der Lenker ist ein 660 cm breiter Flatbar-Lenker. Das heißt, der ist gerade und hat keinen Rise, also er geht nicht nach oben. Also es ist eine relativ sportive Sitzhaltung auf dem Rad, soll ich damit oder möchte ich damit euch sagen. Und auch relativ breit, weil viele Kunden bei uns im Laden immer sagen, naja, der ist aber so breit, komme ich ja nicht zwischen den Autos durch. Man kann ihn einkürzen bis zu 3 cm pro Seite, das ist durchaus möglich. Sollte man aber nicht zu weit ausreizen, weil erstens ist dann der Lenkerdurchmesser in der Mitte am Ende. Das heißt, man hat eine 31,8er Klemmung und das wiederum heißt, dass man eben nicht zu weit mit den Komponenten reingehen kann zur Lenkermitte. Da hat man also schon mal eine Einschränkung und man sollte auch tendenziell, hat ja einen Grund, warum der so breit ist, der Lenker, nicht zu schmal machen, weil das Ganze dann das Cockpit eben auch relativ unruhig wird, weil ein 28 Zoll großes Rad mit einem zu kleinen, schmalen Lenker, dann haut das Rad einfach mal in irgendeine Richtung immer ab. Also es möchte immer irgendwo umkippen, nach links oder nach rechts. Also das Vorderrad meine ich jetzt einknicken, ne? Nicht das ganze Fahrrad umkippen. Ja, und deshalb maximal 3 cm pro Seite, das ist noch okay. Vielleicht auch eher 2, meine persönliche Empfehlung. Dann wird es auch nicht zu unruhig vorne. Das dazu. Schalthebel haben wir hier an dem Lenker einen Alfine-Schalthebel von Shimano, und zwar den S7000. Das ist auch ein Trigger-Schalthebel. Das heißt, man schaltet ihn mit Daumen und mit Zeigefinger oder eben nur Daumen, wie man will, von hier oben rechts. Man hat auch nur einen Hebel, weil es ist ja eine 8-Gang-Nabenschaltung. Und bei Nabenschaltung, deshalb gehe ich nochmal auf den Hebel ein, ist eben regulär bei Shimano eigentlich ein Drehgriff verbaut. Und nur bei der Alfine gibt es eben den Trigger-Schalthebel. Wirklich sehr, sehr gut. Schaltet sich schneller, sportiver, intuitiver vielleicht auch. Also für mich zumindest als Mountainbiker. Und ja, finde ich toll so. Würde ich auch bei einer Nexus 8-Gang zum Beispiel nachrüsten, ist für mich einfach besser. Nur mal so als Anekdote. Weil wir natürlich einen 8-Gang-Schalthebel haben von Alfine, also Shimano, haben wir auch passend dazu hinten dann die Alfine 8-Gang-Nabenschaltung. Diese 8 Gänge sind bei der Alfine-Serie oder Alfine, wie auch immer man es aussprechen möchte, ist eine tourenorientierte, sportlichere Nabenschaltung für den urbanen Einsatz. So kann man es jetzt mal kurz runterbrechen und sagen, für was ist denn die überhaupt zu haben? Ja, so ist es eben, genau für diesen Einsatzzweck. Vorne ist eine Shimano Deore-Nabe verbaut, auch eine sehr gute Lagerung der Nabe, eine leichte, nicht zu viel Chichi, funktioniert alles ganz gut. Was willst du mehr? Und stabil ist er auch.
reicht. Als Bremsen Paar ist verbaut eine BRM 315, ist auch eine sehr gute Bremse, ist noch voll okay für den urbanen Einsatz, weil mega Bremspower brauchst du nicht, 160er Scheiben sind verbaut, selbst bei einer 62er Rahmenhöhe, wo der Mensch ja auch schon ein bisschen Gewicht mitbringt, verzögern die sehr gut und reichen auch völlig aus. Das ist auch bei Trekkingrädern bei Cube so verbaut, mehr braucht man nicht. Highlight an diesem Rad, wie immer bei dem Hyde Race, ist der carbonfaserverstärkte Kunststoffriemen von Gates. In dem Fall mit Gates Kurbel sogar schon. Ritzel ist klar, also Kettenblatt und Ritzel. Wir haben einen 111 Zähne langen Riemen. Wir haben ein 46 Zähne Kettenblatt. Wir haben ein 22er Ritzel hinten drauf. Und alles von Gates eben. Die Kurbel selber hat eine Länge, egal in welcher Rahmenhöhe, von 170 mm. Das ist immer dieselbe. Das ist auch voll okay, da ist für jeden was dabei. Weil das Rad eben generell schon gut ausgewogen ist von der Geometrie. Und was ich noch sagen will zum Gates-Antrieb, man hat ja hier, man braucht keine Schmierung. Der kommt völlig fettfrei aus, also der braucht wirklich gar nichts. Der auch kein Silikon oder irgendwas, der fängt auch nicht an zu quietschen. Selbst Langzeitbeobachtungen bei unseren Kunden im Laden, die eben die vorherigen Modelle fahren, haben keine Probleme damit. Jedenfalls nicht wegen Quietschen oder irgendwas und noch sonst keine. Der Verschleiß ist von diesem Set, sagt Gates, zwischen 25.000 und 30.000 Kilometer. Ja, also wir haben einen Kunden, der hat richtig Power auf der Kette, in dem Fall auf dem Riemen. Der ist auch schon mal früher fertig, liegt aber daran, dass er eben immer einen relativ hohen Gang fährt und natürlich die größtmögliche Belastung hat für die Narbe und generell für den Antrieb. Ja, aber wie gesagt, hält wirklich so lange, viel, viel länger als eine herkömmliche Kette. Und das macht es ihm aus, keine Schmierung. Lange Laufleistung, was ich persönlich noch sehr gut finde, gepaart mit diesem, dieser Alfine 8-Gang-Schaltung, es ist sehr, sehr leise, das Rad. Die Reifen haben auch wenig Rollwiderstand und man hört sie gar nicht. Wenn man die so mit 5 Bar fährt in der Stadt, dann hörst du den Reifen nicht, du hörst den Antrieb nicht, du hörst keine Kette, weil keine Kette da ist. Die Schaltvorgänge ist das einzige, mal abgesehen vom Straßenlärm, was man dann hören würde. Und das ist nur so ein kleines Klick, Klick. Ja, was ist denn das? Das ist doch nichts. Es ist also total ruhig, schön entspannt dahingleiten in der City oder eben auch mal, wie gesagt, eine Tour machen. Also ich finde das super geil. Und das ist so mit der mein Kaufaspekt, dass es so schön leise ist. Ja, Reifen sind Roadcruiser-Reifen von Schwalbe natürlich in der Dimension 42-6-22, also auch wieder 28 Zoll, 42er Breite, mit schon so ein bisschen Reflexstreifen dran, also die Schrift, die reflektiert. Der Gesetzgeber möchte da schon noch ein bisschen mehr haben, das reicht ihm jetzt nicht. Man müsste dann, wenn man möchte, und als es dann wirklich auch in der Stadt bewegen möchte, Reflektoren nachrüsten in den Rädern vorne wie hinten 2 Stück nochmal, eine Klingel ran machen, Reflektor vorne weiß, hinten rot, Lichtanlage etc. pp. All das müsste man machen, wenn man es denn STVZO zugelassen haben möchte. Ansonsten reicht eine Klingel und ein Licht in Berlin, für die meisten jedenfalls. Der Rahmen ist natürlich auch nochmal eine Besonderheit, weil der Riemen ist ja ein geschlossenes System. Den kriegst du ja nicht wie eine Kette irgendwie zu öffnen, kriegst du schon, aber dann ist er halt kaputt. Dann kriegst du ihn nicht mehr zusammengeschweißt oder irgendwie ein Verbindungsglied gibt es da nicht wie bei einer Kette. Man muss dann eben den Rahmen hier hinten öffnen und kann den Riemen dann eben hinten rausziehen und vorne einfach nur vom Kettenblatt runternehmen. Das ist eben auch nochmal eine Besonderheit bei dem Rahmen. Trotzdem aber alles schön steif. Und eben auch relativ kurze Kettenstreben, dann macht das Ganze noch ein bisschen wendiger und agiler. Also ist genau das richtige Cityrad, was man braucht. Leise finde ich gut. Starr finde ich auch gut, weil direkte Kraftübertragung auf die Straße. Dann eben Langlebigkeit, wartungsarm, nicht frei. Bitte beachten, ja, also man muss schon noch ein bisschen was machen. Mal so mit dem Lappen rüberwischen und mal den Antrieb so ein bisschen sauber machen, mit so warmem Wasser und einem Schwamm vielleicht, dass der Dreck sich nicht so festsetzt und den Verschleiß erhöht. Also sowas sollte man schon mal machen, aber eben nicht fetten und also den ganzen Kram wie bei jedem anderen Fahrrad. Ja, und das zusammen ist eben ein sehr, sehr gutes Rad.
Was ich auch immer mitbekommen habe bei unseren Kunden ist der Sattel. Das ist ein Selle Royal Prestige Sattel. Das ist ein wirklich sehr, sehr hochwertiger Sattel, obwohl er jetzt vielleicht erstmal nicht so oder normal wirkt. Es wirkt normal. Es ist ein wirklich sehr guter Sattel. Denn der soll wirklich sehr, sehr bequem sein. Also wirklich auch auf längeren Touren, wofür das Rad ja eben auch gedacht ist. Und der gefällt mir auch sehr gut. Also auch mit dieser anmutenden Optik, mit so kupfernietenartig festgeschlagen. Also man kann übrigens hier hinten auch das rausnehmen, das Selle Royal Logo. Und kann dann eben ein Rücklicht dort reinklipsen in den Sattel. Oder eben einfach das Logo wieder reinklipsen und dann eben, zack. Und dann hat man das eben so, je nachdem, was einem beliebt, oder einfach ganz weglassen, wenn man nicht so zeigen will, was man alles hat. Das ganze Rad in diesem wunderschönen Black Fresh Green, Flash Green natürlich, nicht Fresh Green, obwohl es wirklich auch sehr fresh ist, finde ich die Farbe, mit diesem Grün, ist immer wieder schön, finde ich, diese Farbgestaltung, die Cube da so hat. Alurahmen, Alugabel, Nabenschaltung, wohlgemerkt. Das Ganze 11,85 Kilo und preislich 999 Euro wie voriges Jahr. Top, ich finde es geil. Also wirklich, kannst du nur sagen, Daumen hoch, kannst du kaufen, auf jeden Fall. Für den urbanen Rider, der quasi ein bisschen was Hartes, ein bisschen was Schnelles, aber auch mit Gepäckträger etc. kompatibles sucht für mal eine längere Tour, den ist das sein Rad. Noch ein kleiner Hinweis von mir, das Cube Editor gibt es ja auch noch. Das ist die höchste und letzte Instanz von der High-Serie, wenn man so will. Also das High steht ja für sich und das Editor steht auch für sich, aber beide haben den urbanen Sektor für sich. Und das kostet 1.499 Euro und hat denselben Rahmen, dieselbe Gabel, hat als einziges eine bessere Bremse, hat eine 11-Gang-Alfine-Schaltung. Und eben die Reifen sind Marathon-Reifen dann schon, also auch nochmal ein bisschen besser. Im Detail sind sie sich fast ähnlich für 1.499. Ja, sind wir schon am Ende mit dem Hyde Race aus der Urban-Serie für 2017 von Cube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir noch in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas noch dazu wissen wollt. Ich schreibe euch dann zurück. Und ja, abonniert unseren Kanal, ich würde mich freuen. Und bis dann, bis zum nächsten Bike. Ciao.